Während sich die einen über schnelle Netze freuen, wird im hessischen Wiesental gebuddelt, um überhaupt einen schnellen Anschluss zu bekommen. Weil es sich für den Netzanbieter nicht lohnt, baggert das Dorf jetzt in Eigenregie. Und dann waren wir uns einig, okay, wenn wir diese Eigenleistung, diese Stunden erbringen, kriegen wir die Geräte gestellt von der Stadt und in die Glasfaser legt hier quasi das Leerrohr rein. Künftig sieht ein neues Gesetz vor, dass jeder Bürger ein Recht auf schnelles Internet hat. Doch da bleibt einiges zu tun. Die Ballungsräume sind zu 95% mit 100 Mbit versorgt. Dazwischen sind es oft nur ca. 75%. Für viele ländliche Bereiche ist das Zukunftsmusik. Doch selbst in Ballungsräumen wird oft mehr versprochen als gehalten. Gerade mal 24% der Nutzer erreichen die zugesagte Geschwindigkeit. 74% bekommen gerade mal die Hälfte davon. Verbraucherschützer halten das neue Gesetz auch eher für ein Placebo. Leider ist es so, dass wir keine minimale Bandbreite vorgegeben haben. Wir brauchen eine hohe Mindestbandbreite, mindestens 30 Mbit, damit Bürgerinnen und Bürger eben auch von zu Hause arbeiten können. Künftig kann sich der Verbraucher über sein lahmes Netz bei der Bundesnetzagentur beschweren. Die prüft und verdonnert den Anbieter, gegebenenfalls zu mehr Tempo. Zahlen soll das der Anbieter selber. Wir befürchten, dass dadurch keine Bagger vermehrt werden, kein Bagger schneller rollt, sondern dass Einzellagen priorisiert werden und wir beim Gigabit-Ausbau für die Fläche ins Hintertreffen geraten. Im nächsten Jahr greift das Beschwerderecht. Bis dahin soll auch klar sein, welche Mindestwerte für Down- und Upload gelten sollen.